So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Modellbau König Original. Wir stellen die Originale vor und wie man im Hintergrund schon sehen kann, ja, geht es heute um ein moderneres Fahrzeug. Aber erstmal, wo sind wir? Wir sind hier im Zivil- und Technikmuseum in Uffenheim. Die Adresse, die genaue, die findet ihr unten in der Bio. Achtet da mal drauf, fahrt da mal hin. Richtig sehenswertes kleines, was heißt so klein ist das gar nicht, richtig sehenswertes, doch schon tagesausfüllendes Museum, würde ich mal so sagen. Ja, was haben wir hier? Hier haben wir den Kanonenjagdpanzer, Kajapa genannt, oder auch Jagdpanzerkanone 90 mm. Ich würde sagen, wir gehen erst einmal außen drum herum, dann gucken wir uns den Jagdpanzer von innen einmal an. So, und wie man schon sehen kann, wenn man das jetzt hier einmal sich anguckt, das Design und ja, das Ganze, der ganze Habitus, kommt einem bekannt vor, und zwar orientiert sich das Ganze so ein bisschen am Jagdpanzer 4, am Jagdpanzer 38, also an den kleinen, wendigen Jagdpanzern, die im Zweiten Weltkrieg ja mit relativ wenig Aufwand relativ großen Erfolg hatten. Ähnlich ist das Prinzip und die Wirksamkeit oder Wirksamweise hier auch. Ja, also ist relativ interessant, ein Kind der 60er bzw. 70er Jahre. Ja, um das mal genauer zu definieren, nur von 1965 bis 1967 sind insgesamt 770 gebaut worden. Fast ein Einzelkind der Bundesrepublik Deutschland. Bis auf die Belgier hat das tatsächlich keiner der anderen EU bzw. der anderen NATO-Partner gefahren. So, 4-Mann-Besatzung, 90 mm Kanone L40 und ja, MG zur Nahverteidigung bzw. als Fliegerbeschuss. So, und hier fallen uns immer mal wieder so ein paar Schweißnähte auf, genauso wie hier oben. Da das Fahrzeug sich in einem privaten Besitz gehört oder zugehört, sind diese Sachen, ich hätte es beinahe gesagt, entnazifiziert worden. Nein, natürlich nicht. Da sind die Sachen entmilitarisiert worden. Das heißt, die Kanone kann nicht mehr schießen. Die ist unbrauchbar gemacht und auch die Panzerung, man kann das hören, die ist aufgebrochen worden und das Fahrzeug ist praktisch dann nicht mehr kampffähig, beziehungsweise der Kampfwert wäre dann ja mehr als gering. So, das Modell, es gab oder es gibt zwei Modelle, einmal den älteren Vertreter von Revell, leider mit vielen Fehlern ausgestattet. Da hat sich Perfect Scale wirklich wahnsinnig austoben können als Aftermarket, als Zubehörhersteller, hat da wirklich, ich glaube, das ist der Bausatz, wo es am meisten Zubehörsets gab, auf jeden Fall gefühlt. So, und jetzt auch ganz neu von Das Werk. Ich hoffe, dass die Kollegen einen besseren Job gemacht haben. Nein, Spaß beiseite. Das sollte soweit passen. Das dient hier natürlich als Referenz, damit man das vergleichen kann, damit man gegebenenfalls auch noch Sachen supern kann, damit man Sachen noch nachholen kann. Wie gesagt, die Sachen, die nicht original sind, da erzählen wir was zu, wie zum Beispiel hier diese aufgeflanschten Bleche, die halt der Entmilitarisierung dienen. So, ganz interessant hier die Schneegreifer, die in die Ketten eingearbeitet werden, anstelle hier der Gummipolster hier. Das sollte einfach für einen besseren Grip sorgen. So, und ebenfalls interessant, wie man das schön auch an den Modellen sehen kann, was auch leider der Hersteller aus Bünde weggelassen hat, sind die kleinen feinen Details und auch vor allen Dingen hier die durchbrochenen Führungszähne. Da kann man die sehr schön sehen. Und natürlich auch wichtig hier diese Details mit den ganzen Schrauben. Ja, man sieht nur ein bisschen die rote Farbe noch. Kein Bundeswehrfahrzeug ohne die roten Hinweise, dass denn da das Schmierfett dann auch angebracht werden muss. So, sonst ist die Flanke hier relativ leer, wie man sehen kann. Erst im hinteren Bereich finden wir hier Werkzeuge, und das anders als bei den Uropa im Zweiten Weltkrieg. Da haben wir die Werkzeuge auf dem Motordeck gehabt. Hier haben wir die Spaten, Pickhacke beziehungsweise die zwei Spaten dann hinten drauf gehabt. So, und wir haben heute hier die Möglichkeit in Uffenheim, also wir müssen da wirklich von ganz, ganz, ganz großen
Glüb sprechen. Wir kommen nämlich gleich an eine Region, die normalerweise geschlossen ist. Die meisten Fahrzeuge hier sind tatsächlich auch noch fahrfähig. Da kümmern sich der Besitzer und ja, sein Team wirklich rührend darum, die Sachen hier fahrfähig zu machen bzw. fahrfähig zu halten. So, und was haben wir hier? Ich hatte immer gedacht, das wäre tatsächlich für den Tank, aber nein, das ist die Hydraulik für die Motorhaube, damit das Ganze, ich sag mal, relativ problemlos auf- und ja, geschlossen werden kann. So, und hier die Klappe kann man schön sehen, um ja, die ersten Wartung am Motor zu machen von dieser Seite bzw. am Getriebe, weil hier ist das Getriebe, hier kann man das auch schon sehen. Thomas geht da gleich nochmal links und rechts schön hin, wie die Kraftübertragung hier ist. Da kann man das schön sehen mit den ganzen Ritzeln, dem ganzen Zubehör. Da ist die ganze Übersetzung, hier geht dann die Kraftübertragung rein, da kann man das sehen. Hinterradantrieb, auch das oder auf der Antrieb erfolgt auf die hintere Kette. Hinterradantrieb hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Auch das anders natürlich als zu der zweiten Weltkriegsvariante. Die Kanister sind beweglich, die hängen hier an Scharnieren, wie man sehen kann, und auch leer. Also ich habe nicht gut gefrühstückt, sondern sind einfach leer. So, ein paar Eckdaten haben wir noch, bevor wir jetzt hier weitergehen und uns mal die ganzen Details und Einzelheiten angucken. 70 km/h, das ist die große Stärke. An der Panzerung kann es nämlich nicht liegen, die ist einzig und allein an der Front ein bisschen stärker, die Panzerung. An der Seite ist es relativ dünn, vielleicht hat man hinten auch die Heckklappe gesehen vom Motor, auch die sehr, sehr dünn. Und ganz interessant, als man diesen Panzer entwickelt, designt hat, Anfang der 60er Jahre oder Ende der 50er ja schon, da war schon fast absehbar, dass die 90 mm Kanone gegen die T-64 und T-72 Panzer nicht vorne durchkommt. Das heißt, man musste den Gegner von der Seite penetrieren, man musste da durchgehen, sich dann schnell verdrücken, daher die 70 km/h, also ran, also dran, drauf, drüber und am besten noch weg. Das müsste man dann dementsprechend noch ergänzen. Und wie stark die Platte ungefähr ist, kann man hier ein bisschen erahnen. Man sieht es leider nicht ganz so, aber es ist relativ leicht gepanzert, dafür aber sehr schnell. Wie gesagt, 25,7 Tonnen das ganze Fahrzeug. Ein moderner Leopard, der wiegt über 60 Tonnen. Ich glaube, 65 sind wir jetzt aktuell bei der A7V-Variante. Da kann man also mal sehen, was für ein dicker Klops das eigentlich ist und was für ein leichtes Gewicht das hier ist. So, aber wie gesagt, die Dioptrien, das war nicht die Stärke, sondern natürlich die Taktik war eine andere. Und dafür ist dieser Panzer auch gebaut worden. Ja, weiter geht's. Jetzt befinden wir uns oben auf dem Fahrzeug, um auch mal hier die ganzen Details zu zeigen. Wir fangen hier am Auspuff an. Anders auch als beim Leopard 1-2 ist der Auspuff nicht an der Seite, sondern tatsächlich hier oben drauf. Und das hier ist auch die Motorklappe, die dann hochgemacht werden kann. Hier sind die Vierkantverriegelungsbolzen. Das wird dann mit so einem Schlüssel umgedreht. Dann ist es halt verriegelt. Und hier sind überall Haken und Ösen, damit das Ganze dann auch hochgehoben werden kann, wenn diese Hydraulik, die ja zum Pumpen da ist, wenn die dann mal versagen sollte. So, schöne weitere kleine Details hier. Ich denke mal, das ist ganz wichtig. Ein bisschen aufpassen, dass hier keiner stolpert oder stürzt. So, und das hier, eine ganz interessante Sache und auch ganz, ganz wichtig für das Konzept von diesem Jagdpanzer. Das ist ja hier die Nebelwurfbecher, die Nebelwurfanlage. So, und wenn man dann geschossen hat, sich verdrücken wollte, aufgeklärt worden ist im schlimmsten Fall, dann konnte man sich einnebeln und dann dementsprechend schnell auch versuchen abzusetzen. So, die Werkzeuge, da hat sich tatsächlich bei diesem Werkzeug das nicht viel geändert. Das ist noch ein Bolzenschneider, wie er auch in einem, ja, bei seinem Uropa oder Opa dann hätte eingesetzt werden können. Gehen wir gleich mal weiter aufs Dach. Und bevor wir aufs Dach steigen, da ist der Tank, gleich neben der Luke hier, Kommandantenluke ist das, glaube ich. Mhm. Genau, richtig. Dann also die Antennenanlage kann man auch sehr schön sehen. So, hier sind einige Dichtungen und hier der geöffnete Deckel, den haben wir dann hier. Und da kann man auch den Aufbau sehen, wie das Ganze ja, aufgebaut ist. Denn hier haben wir ein bisschen Polsterung, die ist natürlich jetzt im Laufe der Jahrzehnte gealtert. Auch das kann man schön sehen. Der Lack ausgeblichen, also das Alter lässt hier natürlich dann auch dementsprechend grüßen. So, was ist noch ganz interessant? Die Winkelspiegel, ganz, 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 ganz wichtig. Winkelspiegel, ein riesengroßes Thema. Bei einem anderen Mitbewerber,
Die hat Winkelspiegel weggelassen. Ist natürlich doof, wenn man eine feste Anzahl Winkelspiegel hat und dann lässt der Hersteller mal welche weg. Hier ist die Vorrichtung für das MG3 der Bundeswehr, das als Nahverteidigung bzw. dann auch als Flugabwehr dann eingesetzt werden konnte. So, weitere interessante Details hier. Optiken haben wir hier, Winkelspiegel, die Antennenhalterung, Winkelspiegel vorne für den Ladeschützen müsste das hier sein. So, und hier saß der Fahrer, da gucken wir gleich hin. Erstmal die schönen Aufnahmen von der Kanonenhalterung, von der Blende und da dann die Winkelspiegel von Fahrer. Das gucken wir uns aber gleich nochmal detaillierter alles drinne an. So, jetzt sind wir im Fahrzeug und Thomas, unser Kamerakind, filmt jetzt hier mal den Fahrerplatz. Schön zu sehen, der Sitz, der hoch und runter gestellt werden konnte, den haben wir nämlich hier. So, und da konnte der Fahrer nämlich auch, ich sag mal, für Überlandfahrt, also bei Manövern, bei normaler Straßenfahrt, dann dementsprechend die Höhe auch anpassen. Genau wie hier das Lenkrad, die Lenkhebel links und rechts. Und auch da kann man noch die Technik wirklich sehen, wie sie ja noch gar nicht so lange her ist, wenn man anguckt, ist ungefähr 15 Jahre, 16, 17 nach dem Krieg und dementsprechend sind noch viele Komponenten von früheren Fahrzeugen übernommen worden. Da die ganzen Armaturen, die dann so beachtet werden müssen, die Winkelspiegel, ganz, ganz wichtig natürlich bei Manövern, bei Gefechtssituationen ist das dann dementsprechend auch eingesetzt worden. So, und weiteres kann man hier auch sehen, und zwar die Kanonenaufrichtung, beziehungsweise da erstmal die Pedale, ne? Und hier haben wir die Kanone, beziehungsweise dann hier wäre das Verschlussstück, und aus Gründen der Entmilitarisierung ist das ganze Stück, was man dann bräuchte, um diese Kanone dann auch wirklich nutzen zu können, dann dementsprechend entfernt worden. Hier haben wir die Marschsicherung. Auch ganz interessant, dass die von außen nach innen verlegt worden ist. Also schon mal ein bisschen andere Technik. So, und hier vorne auf dem Laderplatz, wo ich jetzt hier sitze, da haben wir einen ganz, ganz interessanten Punkt, nämlich hier. Und da kann man sehen, wie relativ dünn diese Panzerung eigentlich ist. Das ist nämlich, wie man hören kann, das Blech, was genommen worden ist im Zuge dieser Entmilitarisierung. Genauso wie hier. Also es ist wirklich nicht sehr stark hier, die Panzerung. Fast ein Himmelfahrtskommando, weil die Russen, wenn sie denn durch die norddeutsche Tiefebene gekommen wären, hätten natürlich dementsprechend da auch mit der richtigen Munition draufgezimmert. Also das Ganze ist natürlich schon ein bisschen Himmelfahrtskommando gewesen. So, ich ruck mal ein bisschen ab. Hier wären jetzt alles Munitionshalterungen gewesen, sind einige entfernt worden. Dann hätten wir hier die Funkanlagen, die Vorrichtungen, weitere Munition. Und hier kann man das auch schon sehen, ist die Panzerung entfernt worden. Hier wären auch weitere Munitionshalterungen gewesen. Im hinteren Bereich hier, da ist das Ganze noch ein bisschen originaler. Da kann man das schön sehen, den Stand der Technik. Vor allen Dingen die ganzen Winkelspiegel, wie das alles angeordnet ist, wie die hier die Technik ist. Also hochinteressant und ich finde, das Fahrzeug ist in einem relativ guten Zustand. So, Munitionshalterung, interessanterweise aus Alu. Wie man schön sehen kann, die Kisten hier und auch da, wo jetzt das Öl und das Werkzeug steht, der Feuerlöscher, sind jetzt noch Halterungen gewesen, genau wie auf der ganz rechten Seite. Ich leuchte mal hier hin, da kann man das schon sehen, und das sind keine Gucklöcher, sondern tatsächlich sind das im Zuge der Entmilitarisierung angebrachte bzw. rausgeschnittene mit dem Trennschneider beziehungsweise mit dem Brenner dann die Panzerplatten. So, hier, das ist nicht das Klo gewesen, hätte man auch nutzen können. Das ist tatsächlich hier die Notausstiegsluke. Wenn das Fahrzeug jetzt irgendwie gestrandet wäre, irgendwas gewesen wäre, hätte man versuchen können, hier noch auszuboten. Ist schon relativ groß, muss man sagen. Ich lege mal die Hand drauf, damit man gucken kann, wie groß das ist, damit man einen Eindruck kriegt, also die Fahrzeuge im Zweiten Weltkrieg tatsächlich, die auch eine von diesen Notausstiegsluken hatten, die waren doch relativ klein. Was man noch sagen sollte, das Fahrzeug
ist bis in die tatsächlich 1991 ist das bei den Heimatschutzverbänden, ja sowas hatten wir auch mal, eingesetzt worden, wurde aber im Laufe der Jahre umgerüstet, als man ja, wie gesagt, man merkte schon, die 90 mm ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, man hat die Fahrzeuge umgerüstet zu Jaguar 2, Jaguar 1 war auf einem anderen Fahrgestell, das sind eigentlich die größten Unterschiede da und ich würde sagen, ja, vielleicht gucken wir uns das Fahrzeug ja auch mal an, gucken wir, was noch so kommt und welche Folgen wir da haben. So, dann das Schlusswort wie immer. Ich möchte mich recht herzlich bei den Machern von dem Museum bedanken, dass wir hier die Möglichkeit haben, die Fahrzeuge von außen und von innen zu filmen. Und euch kann ich nur mit auf den Weg gehen. Besucht dieses wirklich tolle, innovative Museum hier. Stattet es ja einen Besuch ab. Es lohnt sich wirklich, gerade für Liebhaber der frühen bis ja, modernen Bundeswehr, kommen hier auf ihre Kosten. Dann sage ich auf Wiedersehen, Thomas und ich. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, euer Christian.